Und damit willkommen zurück hier im Train Simulator Classic zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Die Türen gehen zu. Wir sind noch in Riesa und sind schon bereit für die Abfahrt in Richtung Leipzig mit unserem ICET. Ja, dann nichts wie los, würde ich sagen. Wir sind ja letztens hier bei unserer ersten Fahrt im Train Simulator Classic hier in Dresden Hauptbahnhof gestartet. Und ja, bis nach Riesa gefahren und so ganz reibungslos verlief diese Fahrt allerdings nicht, denn wir hatten zwei Zwangsbremsungen während unserer Fahrt gehabt und ja, die erste war nicht nachvollziehbar, die zweite, da habe ich geschlafen, das gebe ich euch zu, da war nämlich diese Geschwindigkeitsreduzierung oder Signal wäre da zu quittieren gewesen, das habe ich nicht gemacht, aber die erste Zwangsbremsung, zumindest aus meiner Sicht, nicht nachvollziehbar. Aber gut, wie gesagt, ihr werdet sicherlich schon rausgefunden haben, wenn ihr das erste Video gesehen habt. Und ich bin da mal sehr auf eure Meinung gespannt. So, jetzt also heute auf dem Abschnitt von Dresden, von Riesa in Richtung Leipzig. Das ist ja der Abschnitt, der später als Extension für Dresden-Riesa dazugekommen ist. Und ein Abschnitt, wo wir auch die LZB nutzen können, oder wir werden sogar die LZB nutzen auf diesem Abschnitt. Es sind gute 70 Kilometer, aber wir sind relativ zügig, denn hinter Riesa geht es euch dann sehr schnell auf die Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometer. Und das Ganze werden wir dann auch bis kurz vor Leipzig haben. So, dann also. Können wir jetzt erstmal hier auf 120 beschleunigen. Ja, wir fahren einen siebenteiligen ICET, eine Baureihe 411. Wie gesagt, den ersten Teil des Videos könnt ihr euch anschauen. Da ging es dann, wie gesagt, hier kommt er entgegen. Das ist, glaube ich, wirklich so, dass die sich dann in Riesa oder im Raum Riesa begegnen, die ICE. Das ist wirklich, glaube ich, so auf der Strecke. Ja, den ersten Teil mit der Fahrt über die Weißiger Kurve könnt ihr euch anschauen. Jetzt, wie gesagt, im zweiten Teil in Richtung Leipzig. Wir werden natürlich auch auf die anderen beiden Strecken mal einen Blick werfen, zumindest noch auf die englische Strecke Birmingham-London, eine relativ lange Strecke. Und so sehr lange Strecken, die sind ja im Train Simulator Classic jetzt auch nichts Seltenes. Im Gegenteil, also da gibt es mitunter, es gibt da zum Beispiel Güterzugstrecken mit einer Länge von so 260 Kilometern und sowas. Es gibt auch diese chinesische Strecken, die auch mehrere hundert Kilometer lang sind. Also das ist da schon ein bisschen anders. So. Jetzt würde ich gerne. Wieso mache ich das überhaupt? Okay. So, jetzt auf 160. Wir können so einfach hier beschleunigen. So, also Riesa haben wir verlassen. Und sausen nun in Richtung. Ja, Burnitz. Ich glaube, in Burnitz geht dann die LZB los für uns. Und ja. In Burnitz beginnt für uns die LZB-Phase und ja, dann geht es vorbei an Oschatz, an Dahlen, an Küren, Wurzen. Das ist der einzig größere Ort hier zwischen Riesa und Leipzig, das ist dann Wurzen. Ansonsten sind das der Rest alles eher so kleinere Orte. So, weiter Fahrt. Ja. Ansonsten muss ich sagen, ich habe es im vergangenen Video schon erwähnt, ich kenne die Strecke im Vorbild. Ich muss sagen, dass gerade diese Gegenden um die Bahnhöfe herum schon einen ziemlich hohen Wiedererkennungswert haben. Sicherlich abseits der Bahnhöfe, da stimmt sicherlich nicht immer alles, aber direkt in den Bahnhofsbereichen, gerade die Bahnhöfe in Dresden, direkt am Bahnhof, das sieht da schon richtig gut aus. So, hier sehen wir schon das LZB-Kabel. So, und dann gehen wir nochmal hoch auf, jetzt muss ich mal selber schauen. Ja, auf 200, sehr schön. So, und da brauchen wir jetzt eigentlich nichts weiter zu machen, außer hier nur die SIFA zurückzusitzen, denn wenn wir in der LZB unterwegs sind, dann müssen wir eben nicht auf die PZB aufpassen, denn LZB macht das ja automatisch. Wenn jetzt irgendwo hier ein haltzeigendes Signal wäre, dann würde die LZB das erkennen und uns automatisch vor dem Signal langsam auf Null herunterbremsen. So, Burnitz, auch ein stillgelegter Bahnhof, den wir hier gerade passiert haben.
Ja, was gibt's denn noch so? Ein Nachteil vielleicht beim Train Simulator ist es, das habe ich jetzt im vergangenen Video nicht erwähnt, wenn zu den Strecken gehören immer eine gewisse Anzahl an Szenarien. Hier bei der Strecke Dresden-Leipzig sind das 7 und wenn ihr zusätzlich den Intercity 2 besitzt, dann sind es 8. Dann kann jede Strecke völlig frei befahren werden. Wir sind aber allerdings ja an die Züge gebunden, also wir können jetzt hier nicht aus dem Zug aussteigen. Es kann jede Strecke völlig frei befahren werden, beliebiger Startbahnhof, beliebiger Endbahnhof. Und bei diesen freien Fahrten, da ist sogar auch KI-Verkehr in der Regel auch zu sehen. Dann was aber leider hier nicht vorhanden ist, bei keiner Strecke, das ist ein Fahrplanmodus. Das wäre natürlich genial, wenn sowas noch eingebunden werden könnte. Wobei man aber auch sagen muss, ja okay, das freie Spiel, im Prinzip ist das sowas ähnliches wie ein Fahrplanmodus, aber es ist halt kein echter Fahrplanmodus, wie wir das beispielsweise aus TSW 3 kennen. Das gibt es hier in dem Spiel leider nicht. Dafür aber, wie gesagt, eben die Möglichkeit, selber von A nach B zu fahren oder eine komplett freie Fahrt zu machen, an irgendeinen Bahnhof zu gehen, in irgendeinen Zug zu steigen und sich selber dann noch die Weichen zu stellen, das geht auch. So, jetzt aber sind wir schon auf 200 und sehen das auch. So, jetzt kommt der nächstgrößere Ort, Oschatz. Oschatz, also wir sehen auch hier sehr historische Bahnhofsgebäude, die wir jetzt hier passieren. So, Oschatz erzweigt auch die Schmalspurbahn. Wir sehen auch hier die Gleise liegen der in Richtung Mügeln ab. Gibt es eine Dampflokomotive namens der Wilde Robert. Übrigens eine zweite Schmalspurbahn, die zweigt in Radebeul Ost ab, die Lößnitz-Grundbahn, sogenannte Lößnitz-Dackel. Da sind wir im ersten Video dran vorbeigefahren. Sachsen ist ja auch ein Land der Schmalspurbahnen. Ja, wir haben, alleine was mir jetzt einfällt, wir haben die Zittauer Schmalspurbahnen, wir haben im Raum Dresden, also Zittauer im Dreiländereck, Deutschland, Tschechien, Polen. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, hier den Wilden Robert, der jetzt hier in Mittelsachsen fährt. Also hier die Müglitztalbahn ist das. Nee, Müglitztalbahn ist das. Doch, Müglitztalbahn. Dann haben wir, wie gesagt, die Lößnitz-Grundbahn. Wir haben dann noch von Freital in Richtung hier Depoldeswalde eine Schmalspurbahn, auch im Raum Dresden. Wir haben im Erzgebirge die Fichtelbergbahn. Wir haben die Lößnitz. Nee, dann. Also im Raum Zwickau, glaube ich, da noch so eine Schmalspurbahn. Also ist schon einiges im Vergleich zu anderen Bundesländern. Es gab früher auch viel mehr Schmalspurbahnen im Raum Sachsen, aber ein Teil davon wurde dann, also schon zu DDR-Zeiten, dann eben abgebaut. Es gab, glaube ich, zum Beispiel mal in der sächsischen Schweiz von Raum Hohenstein gab es dort mal eine Schmalspur, Gustav Kohl mit nach Hohenstein. Das ist wirklich ein sehr entspanntes Fahren. Wir können es natürlich auch, das wollte ich euch noch zeigen, die Perspektiven natürlich auch einstellen, gerade das Sichtfeld. Wir können zum Beispiel die Sonnenintensität hier einschalten, den Kontrast eben. Wir sehen das hier, wir sehen das, dass der Kontrast sehr stark wird, bis hin zu nicht so stark. Wir haben hier die Sonnenintensität, die Sonne, je nachdem, das lässt sich auch so ein bisschen bei den Jahreszeiten dann immer einstecken. Dann die Umgebungsintensität hier von ganz dunkel bis hier sehr hell, die können wir ruhig mal ein bisschen heller lassen. Dann eben die Deckkraft, das ist halt vom Streckenmonitor die Sache. So, und dann eben auch für die Führerstände, weil ja jeder Führerstand ist verschieden, auch das Sichtfeld hier. Wir können das viel weiter rausziehen oder viel näher ran, das Sichtfeld. Also hier haben wir auch viele Möglichkeiten. So, das Ganze, ich bin am Überlegen, ob ich zu dem Ganzen nochmal eine, vielleicht Tutorial mache, euch nochmal die einzelnen Features für den Train Simulator vorstelle. Wie gesagt, viele von euch haben sich ja weitere Videos vom Train Simulator Classic gewünscht. Ja, er kam im vergangenen Jahr wirklich ein bisschen zu kurz. Da bin ich auch ehrlich, weil da relativ viel in Richtung Train Sim World war. Damals am Anfang des Jahres noch zu TSW 2. Dann kam die große Ankündigung TSW 3 und das ganze Content hier und darum. Und von daher ist der TS Classic da so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber einfach auch, weil da gerade relativ wenig deutsches Content kam, muss man auch mal dazu sagen. Denn das meiste, was euch ja so interessiert, das ist halt nun mal, das sind eben nun mal Strecken aus Deutschland. Klar, die britischen, ja, okay, werden auch manchmal aufgerufen. So, jetzt haben wir hier die Station Dahlen, die wir hier passieren. So, Dahlen
in Sachsen. Also wie gesagt, die... Ja, passieren wir jetzt hier diese Station. Ja. Ja, wie gesagt, das hängt auch damit zusammen, dass es relativ wenig deutsches Content gab. Oder zumindest Content gab, was mich dann auch nicht so hundertprozentig interessiert hat, weil eine neue Strecke... Ja, es gab einige, wo du sagst, die Züge, da sind halt dann wiederum keine passenden Züge dabei. Und es sagt ja keiner, dass alle, dass komplett ein passender Fuhrpark dabei sein muss. Aber zumindest ein passender Zug, der wirklich da fährt im Vorbild oder mal gefahren ist, das sollte doch so ein bisschen... Das wäre doch schön, wenn das so umgesetzt wird. Natürlich, man kann das gar nicht alles umsetzen, was da fährt, weil das muss ich ja auch für die Entwickler rechnen, weil das kostet ja auch Zeit, wenn jetzt ein neuer Zug oder sowas gebaut werden muss, der eben nur auf der Strecke fährt. Das kostet unglaublich Ressourcen und Zeit. Aber es gibt ja manchmal, da kommt eine Strecke raus, aber wo es doch gar nicht den passenden Zug dafür gibt. Und wo es denn dann wirklich teilweise jahrelang nicht gibt. Ja, aber überwiegend hatte das wirklich auch Zeitgründe. So, okay, wie muss ich das jetzt machen? Moment, da muss ich hier... Also nee, Quatsch, das muss ich nicht. So, jetzt muss ich selber mal gucken, ob ich das hier richtig eingestellt habe. Das müssen wir nämlich... nee, da können wir noch einen höher. So. Weil hier 160 angekündigt wurde in der LZB und das ist, glaube ich, auch im Vorbild so, dass du das, dass die Lokführer da eigentlich selber runterbremsen auf diese besagten Geschwindigkeiten. So, genau. Aber das ist doch... Hä? Wo ist jetzt hier? Wieso zeigt er mir jetzt nur 160? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Da zeigt er mir das erst hier in die... Aber er zeigt doch an, ich soll auf 160, aber ist wahrscheinlich erst hier in dieser Entfernung. Dann ist das kurios. Wir werden es ja sehen, da wird es uns ja irgendwann automatisch. Wahrscheinlich ist das ja erst am Ende der LZB, denn diese Entfernung, der zeigt uns ja immer so die Entfernung hier in Metern, also 6400 Meter bis 0. Und ab dort gilt wahrscheinlich dann diese besagte 160, die da angekündigt ist. Jetzt fahren wir durch Dornreichenbach. Ein stillgelegter Bahnhof wird aber heute noch als Betriebsstelle genutzt und das ist nicht selten, dass man da mal auf den Nebengleisen Güterzüge sieht, die dann eben von Personenzügen überholt werden. Ja, dann sind wir dann schon kurz vor Wurzen, so wie das Ganze aussieht. Okay, da haben wir auch wieder ein bisschen Zeit jetzt verloren. So. Kann natürlich sein, dass wir nicht so schnell durch Wurzen fahren dürfen. Das kann natürlich sein. Genau. Jetzt blendet sich das Ganze dort aus. Müssen wir dann auch nur rechtzeitig aufpassen aufs PLZB-Ende. Denn da muss dann, das muss dann auch, da müssen wir uns dann auch befreien aus der LZB. So. Küren. Letzte Station vor Wurzen. Vorbild ist das, glaube ich, natürlich nicht so, dass der ICET so schaukelt. Und auch die Neigetechnik ist bei dem auch nicht so. Das hatten wir letztens schon angesprochen. So, jetzt aber. Jetzt muss er wirklich runter mit der Bremse. Jetzt haben wir nämlich auch schon den... Weil sonst wird uns die LZB da zwangsbremsen. In den paar wenigen Metern, ja genau, wo dann wirklich diese 160 gilt. So, ja, dann nähern wir uns dann schon Wurzen. Ach so, auch die Nebengeräusche sind hier toll. So, jetzt gilt hier also erst einmal 160. Ja, 160 gilt hier. Warte, da können wir noch einen schneller fahren. Hat den nur auf 150 versehentlich eingestellt. Wir wollen aber 160 fahren. Oder zumindest, gut, wenn die AFB an ist, dann geht es sowieso nicht ganz so schnell.
So. Ja, bei der Strecke ist, wie gesagt, hatte ich letztens jetzt nicht erwähnt, noch der Talent 2 dabei. Die Baureihe 442, die ja auch zwischen beiden Städten unterwegs ist. Und der ist sogar auch in der Lackierung der S-Bahn Mitteldeutschland dabei. Und da... Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gekommen. Also, und der ist in der Lackierung der S-Bahn Mitteldeutschland dabei. Und dort auch in verschiedenen Varianten. Sogar als Fünfteiler. So, jetzt nähern wir uns hier Wurzen. Startpunkt auch der S3, die dann eben von hier aus mit halt an allen Bahnhöfen über den Leipziger City-Tunnel bis nach Halle-Saale fährt, beziehungsweise Halle, nee, ja genau, Halle-Trotha oder Nied, was ist da die Endstation? Niedleben oder Trotha? Ich glaube, Niedleben ist es mittlerweile. Man ja auch irgendwann mal verlängert. So, jetzt also Wurzen. Auch dieses weichen Knarren, das ist auch toll, was man hier eben in diesem Spiel hat. Ja. So, dann gucken wir mal, wann wir jetzt letzten Endes eben Leipzig und ob wir Leipzig überhaupt noch pünktlich erreichen können. Wann sollen wir denn eigentlich da sein? In 20 Minuten? Ja, da müssen wir fast noch damit rechnen, dass wir noch ein rotes Signal oder irgendwas vor uns haben, weil so weit ist es ja, 24 Kilometer und so langsam fahren wir unterwegs nicht mehr bis Leipzig, also ich glaube, dass da sogar noch eine Zone kommt, wo wir dann 200 fahren können. So, gilt das jetzt auch ab hier schon? Ja. Dann geht es mal hoch auf 200. So, Bennewitz haben wir mittlerweile passiert. Entschuldigung, ihr seht, ja, 70 Minuten Fahrt und Stimme, ja, aber funktioniert doch erstaunlich gut, deswegen doch ein bisschen längeres Video, was aber aufgeteilt wird. So, jetzt also nochmal richtig schön Stoff geben hier auf 200 Stundenkilometer in Richtung Leipzig. Also die Fahrzeiten scheinen sogar dem originalen Fahrplan zu entsprechen. Altenbach müsste das gewesen sein. Mal gucken, wann uns wieder der nächste Zug entgegenkommt. Ich glaube, uns kam jetzt hier, abgesehen von dem ICE, nicht ganz so viel entgegen. Wenn so, doch, dann ist es mir zumindest nicht aufgefallen. So, da wird wieder eine 160 angekündigt. Das ist dann auch wahrscheinlich erst kurz vor dem LZB. Ne, vom Ende ist es wahrscheinlich nicht, aber... haben jedenfalls jede Menge Zeit, das Ganze hier zu schaffen. Ist ja auch jetzt krass auf der Strecke im aktuellen Fahrplan dieser RE Dresden, also der RE Saxonia Dresden-Leipzig, der braucht ja jetzt ungewöhnlich lange zwischen beiden Städten. Ich glaube, zwischen beiden Bahnhöfen eine Stunde 50 Minuten mittlerweile, weil in Riesa ein relativ langer Aufenthalt ist. Wo ich da jetzt mal nachgeschaut habe, wo ich mich auch gewundert habe. Also früher waren das, war der, glaube ich, mal bei einer Stunde 30 oder sowas. Jetzt ist es eine Stunde 50. So, bevor wir dann Richtung Leipzig kommen oder in Leipzig Hauptbahnhof sind, werden wir auch noch durch den großen Güterbahnhof Leipzig-Engelsdorf oder am Engelsdorfer Güterbahnhof da vorbeifahren. Es hatten sich ja damals auch sehr viele gewünscht, diese Verlängerung von Riesa bis nach Leipzig. Und ich war doch selber damals sehr positiv überrascht, dass das wirklich umgesetzt wurde, weil das ist ja bei alles andere als einfach umzusetzen, so ein riesengroßer, allein der Leipziger Hauptbahnhof mit seinen fünf Hallen und seinen vielen Gleisen, Gleisvorfeld und dann noch der Engelsdorfer Güterbahnhof, das ist schon... richtig ordentliches Stück Arbeit. Und das Ganze soll ja auch funktionieren. Auf den PCs und sicherlich auch auf einigen etwas schwächeren PCs. Also da, das ist nicht von jetzt auf gleich gemacht. Ja, Train Simulator, wie gesagt, ist ein Spiel, was nicht für die Konsolen erhältlich ist. Ich glaube auch nicht, dass es jemals für die Konsolen erhältlich sein wird. Das kann ich mir bei dem Spiel nicht vorstellen. Allein schon von der ganzen Architektur her.
Also diese ganze Programmarchitektur, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das noch für die aktuellen Konsolen kompatibel machen kann. Das kann ich mir echt nicht mehr vorstellen. So. Ja, dann erwartet uns da vorne wieder eine 160. Und sicherlich vor Leipzig Hauptbahnhof müssen wir wahrscheinlich doch morgen dein Signal quittieren. So. Jetzt aber, jetzt gehen wir runter mit unserer Geschwindigkeit. Ja. Borsdorf, genau, Borsdorf ist das. Hier fädelt sich dann auch die Dieselstrecke hier von Grimma ein. Von Grimma bzw. von Döbeln. So, der ist doch auf 100. Wo ist er jetzt hier? 100. So, da kam auch gerade ein Gegenzug. Ja, 160. Genau. So, die Frage ist, verlassen wir schon hier die LZB? Wenn ja, ich hoffe, ich muss sie. Die müsste sicherlich dann noch quittiert werden, ne? So, jetzt muss man nämlich echt aufpassen hier. Das hier kommt nämlich bald das LZB-Ende. Null! Oh, 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 null, 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 null. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut, wenn hier null kommt. Das heißt jetzt nämlich, dass wir noch warten müssen. Oh je, oh je. Da haben wir nämlich wahrscheinlich einen Zug vor uns, weil wir viel zu früh dran sind. Das sind noch 9 Kilometer. Ja, wir haben einen Zug vor uns, das ist das Problem. Das ist gerade das Problem, was wir haben. Man sieht es ja auch am Signalbild. So, jetzt haben wir wieder eine Zwangsbremsung, warum auch immer. Und das ist das, also ich verstehe das Szenario nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Das müsste das LZB-Ende sein. Hat er jetzt wirklich schon so lange geblinkt? Nee, hat er nicht. Der hat mich sofort wieder in die Zwangsbremsung geschmissen. Ja, bei dem Spiel, ich habe es ja auch im vergangenen Video schon erwähnt, da stehe ich persönlich echt mit der PZB wirklich ein bisschen aufs Kriegsfuß. In Transom World 3 klappt das mittlerweile. Was? Hä? Moment, der muss erstmal von der 170 da runter. Wieso will der mich denn jetzt hier? Ach, Mensch, sagt mir jetzt nicht, dass ich hier nicht weiterkomme. Ja, ich habe es erwähnt, ich stehe ja wirklich hier mit der LZB, vor allem mit der PZB stehe ich im Train Simulator echt auf Kriegsfuß, weil es ist jetzt alleine bei der Fahrt, auch wenn es, was die Punkte angeht, jetzt nicht so ganz aus, also nicht ganz so schlimm mehr ist, das war bei früheren DLCs, wäre das wesentlich schlimmer ausgefallen von der Wertung her, das war jetzt, ja, vielleicht war es wirklich dieses LZB-Ende quittieren vergessen, das kann sein. Aber es ist eigentlich von drei, allgemein, dass hier drei Zwangsbremsungen passieren auf dem Abschnitt. Allein das ist, wie gesagt, das klappt in TSW mittlerweile meinerseits schon ein bisschen besser. Aber hier bei dem Spiel, wie gesagt, die allererste Zwangsbremsung meinerseits absolut nicht nachvollziehbar. Keine Ahnung warum, wieso, weiß ich nicht. So, hier ein Güterzug. Achso, die D-Lok ist auch dabei und die Güterwagen, die 189 und die Güterwagen, die sind ja auch dabei, stimmt. Gut. Dann also, ja, mit drei Zwangsbremsungen. Das ist eigentlich schon sehr blamabel, aber ich bin jemand, der, ich starte dann auch nicht mehr neu. Also, das ist mir dann auch zu, weiß nicht. Achso, ja, die Rangierlok ist auch dabei, die da stand, diese Gravita. Stimmt. Ja, fällt dann erst ein, wenn du die Fahrzeuge dann hier stehen siehst. Gut, also, jetzt dürfen wir hier nochmal 160 fahren. Wie gesagt, Zeit haben wir ja genug.
Aber ich verstehe es auch nicht. Wie gesagt, das war wahrscheinlich jetzt echt hier. Ach so, nee, das war wirklich Pizza. Ach so, stimmt, da war ja das Ende. Das ist ja da links und das. Nee, dann hat einfach das Ende der LZB nicht funktioniert. Stimmt, das war ja hier. Das hätte blinken müssen. Stimmt, nicht der PZB-Leuchtmelder, sondern das Ende. Richtig. Naja, seht ihr, funktioniert einiges manchmal nicht so. Also gerade mit Zugsicherungssystemen. Ich meine, allein das Fahren mit Zugsicherungssystem, letzten Endes mache ich das ja hier in dem Spiel, weil ihr es euch gewünscht habt. So, hier ist 140. Die natürlich nicht quittiert werden müssen. Nicht, dass er uns jetzt hier noch so eine Zwangsbremsung noch reinhaut. So, jetzt muss man echt ein bisschen hier die Signal-Auge behalten. Und die SIFA, ja, die will dann auch sehr schnell quittiert werden. So, hier kommt das nächste. 100. Dann hier mal... Jetzt drehe ich am Zeiger. Jetzt ist gleich der Punkt, wo ich echt dieses Spiel in die Ecke schon wieder schmeißen könnte. Das ist das... Das ist auch ein Grund, wisst ihr, das ist auch ein Grund, wo ich dann manchmal auf diesen Train-Simulator wirklich keinen Bock mehr habe. Jetzt reicht's mir echt langsam. Was war denn jetzt hier schon wieder? Schon wieder, wo ich das ganze Projekt schon wieder anfange in Frage zu stellen, weil ich da echt keine Lust drauf habe. Hier ist ja alles... Wie verbuggt ist denn das? Hier ist doch alles Zwangsbremsung. Wo denn? Wo war denn das jetzt? Der hat 140 gezeigt. So, hier ist eine 80. So, diese 80 hier wäre natürlich quittierpflichtig. Ne, aber das ist doch das Vorsignal, oder? Das ist doch das Vorsignal. Genau, der zeigt 100 an. So, der zeigt jetzt hier 100. Und signalisiert eine 80. Das heißt, für uns, quittieren. Funktioniert auch. Aber wieso hat er mich vorher schon, wahrscheinlich vom GPA oder was, das kann natürlich sein. Aber das ist halt, das ist auch wirklich bei diesen neuen, seit diese GPAs dann noch aktiv sind. Ja, Leute, und das ist das halt, das sind so Dinge, die mich manchmal auch bei diesem Spiel sowas von frustrieren, dass ich einfach keine Lust mehr drauf habe. Wenn das dann ständig so geht, dann ist es zum Teil einfach nicht mehr nachvollziehbar. Das kommt in TSW. Wie gesagt, ich bin der Meinung, man kann diese Spiele schon vergleichen. Sie kommen vom selben Entwickler. Von daher kann man die Spiele meiner Meinung nach schon vergleichen. So, der muss quittiert werden. Und den müssen wir jetzt hier auf die 45 runter. Wir haben ja auch Zeit. Weil der eine Geschwindigkeit von weniger als... Oh, sagt er jetzt nicht, das lässt er mich nicht rein, weil ich zu früh bin, oder? Ja, weil dann hier gleich der 500-Hertz-Magnet aktiv ist. So, die SIFA, ich meine... Also ich weiß es nicht, wie gesagt, das ist jetzt schon wieder der Punkt, hier, wo alles, was relevant ist, irgendwie nur noch frustrierend ist. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. In TSW klappt es ja auch, also... Genau, jetzt kann ich nicht rein, weil ich viel zu früh dran bin. Was ja Fernzüge manchmal wirklich haben. Gut, wir können nicht rein. Wir können ja mal anfragen. Genehmigung verweigert, weil noch wahrscheinlich noch ein Zug da steht und wir ja erst in gut 8 Minuten dort ankommen sollen. Sagt mir jetzt nicht, dass der uns jetzt hier 8 Minuten stehen lässt. Sag mir jetzt bitte nicht, dass der uns jetzt 8 Minuten jetzt hier stehen lässt, weil wir sind jetzt ja auch nicht zu schnell gefahren oder sowas. Ah, okay, jetzt kommt ja gleich ein anderer Zug. Oder fährt da jetzt irgendwo einer hin? Ne, da drüben fährt einer raus, okay. Ja, wir können ja mal schauen. Wie gesagt, sind ja jetzt mittlerweile am Ziel. Wo stehen wir denn überhaupt? Wir stehen ja wirklich schon hier in der Kurve. Wir stehen da kurz vor dem Hauptbahnhof von Leipzig. Ach, der Zug, der rangiert dort rein. Und deswegen ist unser Fahrweg zu. Der wird dort rein rangiert. Das heißt, es könnte für uns jetzt auch gleich weitergehen.
Das, weil das direkt halt hier über Kreuz fährt und da hat er wahrscheinlich Vorrang, weil wir ja viel zu früh dran sind. Okay. Das kann natürlich ein Grund sein. Weil unser Gleis ist prinzipiell frei. Ja, wir können rein. Sehr schön. Sehr schön. Aber hier hätte ja auch der 500-Hertz-Magnet zum Beispiel aktiv werden müssen. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht so nachvollziehen kann. Und hier müsste jetzt auch die PZB aktiv werden. Jetzt auch wieder die Sache, wie schnell darf ich jetzt überhaupt hier fahren? Eigentlich doch nur 25, oder? Befreien darf ich mich normalerweise auch nicht. Oder eigentlich. Ja, also PZB-technisch, wie gesagt, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Da ist aber kein Signal mehr, also dürfte ich mich ja normalerweise befreien. Ja, er bremst mich zumindest nicht runter. Gut, dann kommen wir trotz, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, trotz vier Zwangsbremsungen kommen wir knapp 3, 4 Minuten, sagen wir's, lassen wir es mal, 5 Minuten zu früh in Leipzig an. Ja, heute 5 Minuten früher. Wie gesagt, das ist jetzt aber nichts ganz so Ungewöhnliches. Ich habe das selber auf dieser Strecke wirklich mal erlebt, dass er jetzt nicht so viele Zwangsbremsungen auf einer Fahrt. Das habe ich nicht erlebt, aber dass der Zug mal 12 Minuten früher am Bahnhof ist. Warum? Weil für den Zug schon ein Fahrplan galt, ein größerer Fahrplan. Da waren Baustellen einberechnet, die es aber noch nicht gab. Da war quasi ein Fahrplan für Bauarbeiten, die dann irgendwann in dem besagten Quartal oder so oder in einem Halbjahr mal beginnen sollten. Die hatten aber noch nicht begonnen und da war der Zug wirklich teilweise in Dresden mal 12 Minuten früher. Das habe ich schon miterlebt. So, Einfahrt in den Leipziger Hauptbahnhof war zeitweise mal einer der größten Kopfbahnhöfe in Europa. Mittlerweile aber auch nicht nur Bahnhof, sondern etwas, sondern in dem Bahnhof befindet sich eines der größten Einkaufszentren. Über 3 Etagen, das habe ich damals noch miterlebt, wo das damals gebaut und eröffnet wurde. Damals schon eine sehr große Sensation. So, wir erreichen Leipzig. Ich denke mal, die Auswertung, mit der Auswertung können wir trotzdem, glaube ich, zufrieden sein. So. Können uns ja mal ein bisschen hier umschauen im Leipziger Hauptbahnhof, hier das ein bisschen schneller mal gemacht haben. So, dann können wir hier, glaube ich, ja die Rücklichter anmachen. So, die Ecklichter. So, ja, das ist der Zug. Da ist das ist der, glaube ich, der hier reinrangiert wurde. Nee, das hier ist der, genau. Der reinrangiert wurde in den Leipziger Hauptbahnhof. Also jede Menge auf jeden Fall hier los, muss man schon sagen. Hier drüben steht noch ein ICE. Hier hat man sogar diese Einkaufspassage so ein bisschen angedeutet. Also hier im Vorbild sind da, glaube ich, noch 2 Etagen hier noch darunter, wo man shoppen gehen kann und auch essen gehen kann, je nachdem, was man eben gerade möchte. Also schon einiges, was man da finden kann. Also ich finde auch hier, das hat schon so einen gewissen Wiedererkennungswert. So, Sie haben das Ende Ihrer Schicht erreicht und ein anderer Fahrer wird die Fahrt nach Wiesbaden übernehmen. Ja, der wird, glaube ich, nicht bis Wiesbaden durchfahren. Der wird, glaube ich, nochmal gewechselt. Ich weiß es nicht. So, wir gehen. Ziel erreicht. Wir gucken uns mal die Auswertung an. Ich glaube, die ist nicht ganz so gut diesmal. Es reicht für Bronze. Da kann man bei dem vier, wie gesagt, 4 Zwangsbremsungen, kann man da nicht meckern. Also da bin ich hochzufrieden, dass wir da noch Bronze bekommen haben. Also da kann man einfach nur noch zufrieden sein. Also, wie gesagt, Zwangsbremsung 1 nicht nachvollziehbar. Zwangsbremsung 2 kurz vor Riesa geschlafen. Zwangsbremsung 3 war möglicher, die war auch nicht nachvollziehbar. Und die vierte, möglicherweise auch Geschwindigkeit oder sowas, aber die dritte hier, die in der LZB war, die war auch nicht, ne? Die war für mich auch nicht nachvollziehbar. Gut, also, wenn ihr da wisst, woran das alles gelegen haben könnte, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ja, wir können vielleicht nochmal so ein bisschen Blick, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe trotzdem, dass euch die beiden Videos hier gefallen haben zum Train Simulator Classic. Wenn ihr Wünsche habt, welches DLC ich euch hier mal vorstellen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch ein bisschen fürs Zuschauen. Habt bis dann eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.